Herzlich willkommen im Tourismuszentrum. Mein Name ist Dasha Rihova und ich arbeite seit 2017 in Zittauer Touristinformation. Wir heißen auch Tourismuszentrum Naturpark Zittauer Gebirge. Ich soll was zu mir sagen. Also meine Arbeit ist auch mein Hobby. Ich reise sehr gerne. In meiner Freizeit bin ich sehr häufig beschäftigt mit dem touristischen Verein in Hradec nad Nisou. Wir organisieren ganz viele Veranstaltungen in der Region. Es macht wirklich Spaß, die beiden Seiten, also die tschechische, deutsche oder polnische, zu vernetzen. Das versuche ich auch immer wieder mal im Rahmen meiner Arbeit oder auch im privaten Leben. Ich liebe Sport. Sehr häufig bin ich auch mit meinen Hunden unterwegs. In der letzten Zeit habe ich ausprobiert, einen Yogakurs zu üben. War eine schöne Herausforderung. Ich konnte mir das früher gar nicht vorstellen, so etwas Ruhiges zu machen, weil ich früher eher so Sportarten, die ein bisschen mehr aktiver oder schneller waren, gemacht. Ist aber auch eine schöne Herausforderung für mich. Das Dreiländereck, ich lebe das jeden Tag. Ich sehe das als große Chance, dass wir uns gegenseitig vernetzen und wir lernen voneinander. Ich treffe ganz viele Menschen und das ist wirklich schön, immer wieder die unterschiedlichen Gespräche, die man führt, wir ergänzen uns gegenseitig. Ich sehe das auch bei uns im Tourismuszentrum, sind wir ein internationales Team. Ich komme aus Tschechien, meine zwei Kolleginnen sind aus Polen und der Rest der Mitarbeiter, die sind aus Deutschland. Und auch das sehe ich als Chance, wie wir uns gegenseitig einfach ergänzen könnten. Hier direkt in Zittau sehe ich das auch immer als Vorteil, wenn die deutschen Gäste natürlich kommen, erkennen die sofort, dass ich aus Ausland bin und das öffnet wirklich schöne Gespräche. Und das Gleiche passiert auch bei internationalen Messen oder auf Messen in Deutschland. Die Leute sind sehr interessiert dran und ich sehe das als große Chance, weil die einfach dann interessiert sind, unsere Gegend, unser Dreiländereck kennenzulernen. Also ich reise in meiner Freizeit sehr gerne und ich komme auch immer wieder gerne zurück in unsere Gegend. Meistens sieht man das mit ganz anderen Augen, wie gut wir schon dran sind, wie weit sind wir, dass wir an verschiedenen Veranstaltungen auch Menschen aus anderen Ländern treffen können. Das ist unser normales Leben jeden Tag. Also wir sind schon so gut befreundet, auch wenn wir nicht immer die Sprache des Nachbarns so richtig gut sprechen, aber wir können einfach irgendwie kommunizieren. Und das finde ich auch irgendwie schön, dass auch wenn man die Sprache des Nachbarns nicht spricht, kann man irgendwie zusammen reden. Wenn man verschiedene Veranstaltungen organisiert, sind manchmal auch die Plakaten schon in der Sprache des Nachbarns. Das sehe ich auch als große Chance. Wenn wir noch besser werden, ich glaube, könnte man noch viel mehr Gäste natürlich am Ende erreichen. Wenn man reist, sieht man natürlich vieles anders. Aber ich muss sagen, ich kehre immer wieder sehr gerne zurück. Ich lebe Dreiländereck und ich liebe auch Dreiländereck.